Ja, hallo Freunde, heute werden wir uns ein USB-Wiederherstellungslaufwerk erstellen. Ja, das geht schnell und einfach und das kann uns eine Menge Ärger ersparen, wenn wir mal Probleme mit dem Rechner haben. Ja, wir uns irgendwelchen vielleicht Malware eingefangen haben oder vielleicht, wenn es gar nicht mehr startet, dann können wir das von diesem USB-Stick starten und ja, entweder wiederherstellen oder reparieren, je nachdem. Beziehungsweise ist das, was wir machen hier, auch ein Backup von dieser Wiederherstellungspartition unter Windows. Ja, da gibt es eine versteckte Partition, die eine, ja, diese Wiederherstellungs-Image enthält. Ja, da sind alle Drivers und die Lizenz und alles. Das habt ihr natürlich nur, wenn ihr den Rechner mit dem ja, original vorinstallierten Windows gekauft habt. Das ist eine Partition, die man hier nicht sieht. Unter My PC hier. Die kann man aber unter den Datenträgerverwaltung hier sehen. Ja, das sieht dann zum Beispiel hier so aus, ja. 13,5 GB. Wiederherstellungspartition. Hier ist, wie gesagt, dieser Wiederherstellungs-Image enthalten mit dem Treiber und alles und ist ja versteckt. Die können wir nicht sehen. Das kann auch nützlich sein, dass wir das mal sichern auf einem externen Laufwerk. Zum Beispiel viele, wenn ja, wenn die einen Rechner kaufen mit dem vorinstallierten Windows, da gibt es jede Menge Software drauf, die man eigentlich gar nicht braucht. Manche formatieren direkt die Festplatte und installieren Windows neu. Wenn wir aber ja, Probleme haben und mit der Hardware oder ja, Garantie und das zurück oder umtauschen möchten, da muss diese Partition hier natürlich drauf sein. Ja? Das können wir dann, wenn wir jetzt uns sichern auf eine externe USB zum Beispiel, dann eben wieder herstellen bei Bedarf. Genau, wir brauchen einen USB-Stick natürlich, das ja, 16 GB groß ist. Und das geht, ja, wenn wir jetzt hier auf den Windows-Button gehen und auf Einstellungen, hier Update und Sicherheit war das, glaube ich. Und da Wiederherstellung. Beziehungsweise wir können hier in dieses Suchfeld einfach nach Wiederherstellungslaufwerk, da haben wir das, ja, Wiederherstellungslaufwerk erstellen. Einfach einmal draufklicken. Das USB-Stick muss natürlich verbunden sein, ja, angeschlossen. Und hier sehen wir, ja, hier steht nochmal, dass auch wenn der PC nicht mehr gestartet werden kann, können Sie mit Hilfe eines Wiederherstellungslaufwerks zurücksetzen oder Probleme behandeln. Wenn Sie Systemdateien auf diesem Laufwerk sichern, können Sie es auch für die Neuinstallation von Windows verwenden. Ja, hier muss der Haken gesetzt werden. Ja, sichert die Systemdateien auf der Wiederherstellungslaufwerk. Wenn das hier bei euch hier ausgegraut ist, ja, dann bedeutet das, dass ihr diese Partition, diese versteckte Wiederherstellungspartition auf der Festplatte nicht habt. Das ist wie gesagt nur, wenn mit dem ja, original vorinstallierten Windows den Rechner gekauft habt. Und hier vielleicht noch mal ganz kurz, ja, vielleicht nochmal ganz kurz wichtig zu sagen, das USB-Stick wird formatiert, alle Daten sind weg, ja, das müsst ihr euch vorher sichern vom USB-Stick. Ja, das zum einen. Und das zweite ist, dass die, also eure persönliche, ich weiß nicht, Dokumente, Daten, Fotos, alles, was auf dem Rechner ist, das wird hier natürlich nicht mitgesichert. Ja, das wird wirklich nur der, ja, das Windows. Damit könnt ihr dann eben, ja, hier einmal eine Neuinstallation durchführen oder einmal zurücksetzen, wie, ja, auf dem Werk,
Einstellungen. Das ist dann wieder so, wie ihr das gekauft habt. Die Accounts sind alle weg und die Daten auch. Ja, dann einfach hier den Haken setzen, wie gesagt, und dann einfach auf Weiter klicken. Das dauert jetzt ein bisschen, funktioniert auch mit Windows 8, 8.1. Da geht es, glaube ich, ein Tick schneller. Hier wird nochmal irgendwie eine Image erstellt. Das kann vielleicht 2-3 Minuten dauern. Ich werde jetzt mal kurz Pause machen und komme gleich wieder, wenn das jetzt hier durch ist. Der berechnet jetzt alles nochmal. Und ja, wie gesagt, ich bin gleich wieder da, wenn das jetzt durch ist. Okay, dauert doch ein bisschen länger. So, da bin ich wieder. Das hat jetzt bei mir 4 Minuten gedauert. Jetzt werden uns die Speichermedien hier angezeigt. Ich habe jetzt hier zwei angeschlossen. Ich möchte das auf diesem Stick hier sichern. Das wähle ich jetzt aus. Ja, müssen wir das markieren. Ja, und dann einfach hier auf Weiter klicken. Jetzt kommt nochmal eine Warnung, dass alle Daten auf dem Stick gelöscht werden. Ja, das Stick wird formatiert und alle Daten sind dann weg. Ja, wenn wir dann einfach erstellen, klicken, zack. Und schon geht es los. Das wird jetzt erstellt. Das Wiederherstellungslaufwerk. Ja, das wird jetzt formatiert und jetzt werden die Daten rüber kopiert. Das kann ein bisschen dauern, dauert vielleicht nochmal um die 5 Minuten, 4-5 Minuten. Ja, einfach geduldig abwarten. Ich mache dann nochmal Pause und komme wieder, wenn das durch ist. So, nachdem die ganzen Daten kopiert wurden, ja, das Wiederherstellungslaufwerk ist jetzt fertiggestellt hier, ja, bekommen wir diese Meldung hier. Einfach, das hat jetzt übrigens bei mir ganze, also etwa über 10 Minuten gedauert. Ja, dann einfach hier auf Fertigstellen klicken und schon ist unser USB-Stick fertig hier, unser Wiederherstellungslaufwerk. Wiederherstellung. Das sieht dann so aus, also der Inhalt. Genau, da sind jetzt 9,2 GB. Sieht so aus, der Inhalt des Stickes. Und wenn wir jetzt, vielleicht zeige ich mal ganz kurz hier, ja, sollten wir dann Probleme mit unserer Maschine haben, dass sie nicht mehr startet. Jetzt habe ich das schon gestartet, ich wollte aber. Okay. Ich starte einmal ganz kurz vom USB-Stick. Einfach mal zu zeigen, wie das dann aussieht, wenn man das vom USB-Stick startet. Das ist jetzt hier, wo ist mein Stick? Das ist der hier. Okay. Das sieht jetzt so nicht aus, aber ich starte jetzt, beziehungsweise ich schließe das nochmal. Und einfach um vom USB direkt zu booten. Beziehungsweise wir müssen jetzt natürlich den Rechner dazu bringen, hier vom USB-Stick zu booten, damit wir diese Optionen, die Wiederherstellungsoptionen bekommen. Und wenn das funktioniert, haben wir da die Optionen. Mal ganz kurz. Wo ist jetzt mein USB-Device? Das ist das hier. Okay, das will er nicht. Irgendwie. Shutdown. Okay. Ich starte jetzt nochmal ganz kurz. Irgendwie funktioniert das jetzt nicht. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Okay. Das ist jetzt natürlich. Okay, wir müssen das wahrscheinlich hier doch umstellen, ganz kurz. Ich habe jetzt leider ein bisschen Probleme hier mit dem Starten, aber so, ach Gott. Und wenn wir, starten jetzt einfach mal, dann vom USB starten. So, ich hatte jetzt noch mal ganz kurz
Pause gemacht hier, weil ich ein paar Schwierigkeiten hatte, um hier vom USB-Stick zu starten, die virtuelle Maschine hier. Ja, nachdem wir jetzt unser USB-Stick fertig haben und angeschlossen haben, einfach anschließen und wir starten jetzt unsere Windows-Maschine, die ja nicht funktioniert, die Probleme macht. Und jetzt hat er aber vom USB gestartet oder nicht? Mal schauen. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Sieht aber nicht so aus, oder? Mal schauen. Ah, doch, genau. So, wenn wir jetzt unseren Wiederherstellungs-USB-Stick anschließen und Windows, den Rechner vom USB-Stick starten, dann bekommen wir als erstes dieses Fenster hier, wo wir unser Tastaturlayout auswählen können. Ich nehme mal jetzt hier Deutsch. Und hier haben wir, jetzt habe ich natürlich nur hier die Optionen einmal zurücksetzen. Hier haben wir nochmal erweiterte Optionen, wiederherstellen und so weiter. Aber ich denke, wir können das jetzt hier von einem Laufwerk wiederherstellen. Das wird jetzt natürlich nicht funktionieren, weil das jetzt ja eine virtuelle Maschine ist. Und ich gehe jetzt nochmal zurück. Genau, wenn ihr diese Partition, diese Recovery-Partition auf dem Rechner nicht habt, könnt ihr euch natürlich trotzdem so einen USB-Stick erstellen zum Wiederherstellen. Ihr werdet aber nur ein paar weniger Optionen haben, wie ich jetzt hier, glaube ich. Erstellung der persönlichen Daten hier doch bleibt. Alles refreshen. Ich gucke noch mal ganz kurz. Und zwar, also wenn jetzt wie gesagt, diese Partitionen nicht haben und ihr euch so ein USB-Stick erstellt, habt ihr diese ja startbares Image, aber ihr könnt den Rechner nicht zurücksetzen komplett, ja, auffrischen. Ihr habt einen Start-up-Repair hier, glaube ich, irgendwo. Starthilfe, genau, Probleme beheben, wenn das Windows nicht mehr startet und so weiter. Ja, das war's auch schon alles für heute. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie weiterhelfen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auch über ein Like oder ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Leerzeichen Start. Hosted Network. Und am besten, ich werde mal hier die Netzwerk- und Freigabesender öffnen. Und auf Adapter-Einstellungen. Ja, das ist jetzt hier mein WLAN-Adapter und das ist mein Ethernet-Connection. Ich bin jetzt mit dem Kabel verbunden.